Hey, wer war das? Um rauszufinden, wer schuld an dem Tod dieser Person ist. Deswegen bin ich hin und her gerissen. Ja, kann ich gut Sonst würde ich ihn gerne verstehen. eher als, weißt du, so im Sinne von als Zeuge befragen. Ja, also an der Stelle ist es so, ich finde jetzt, wir könnten den ersten, du hast das richtig gesagt, zeigt sich verärgert und Hass erfüllt über die problematische Vergangenheit von Thord, hat auf problematische Vergangenheit von Thord hingewiesen. Finde ich eine Sache, die man machen könnte und tatsächlich hier ein Schuldeingeständnis, ja, würde ich jetzt tatsächlich nicht machen wollen. Der Punkt, den du genannt hast, den fand ich ganz gut. Also wenn man sich nur darauf bezieht, was hier oben drin steht, den würde ich hochladen. Und das ist halt, ja, da bin ich auch hin und her gerissen, zu sagen, er ist Dozent an der Stelligan University. Also ich bin froh, dass wir schon was haben, dass er sich zurückgezogen hat. Und dass er eben auch darauf hinweist, dass dass diese Entwicklung nicht gesund war. Ja. Aber ja, wollen wir dann beides hochtun? Du mitgehen würdest, dann ja. Ja, dann mache ich das Erste. Klingt bedrohlich. Aber gegen wen richtet sich sein Hass? Die Regierung? Und welcher problematische Vergangenheit meint er? Ja, weiß ich auch nicht. Meiner Dozent an der Stellingham University. Ja, würde ich auch hochladen. Aber, also alleine, was jetzt der Sachbearbeiter gerade gesagt hat mit dem gegen die Regierung? Das heißt, so ein Generalverdacht. Ja, genau. Und das war bei Cassandra auch schon so. Da haben wir ja dann im Spiel gemerkt, dass wir mit den Entscheidungen, die wir treffen, aus diesem Generalverdacht das irgendwie so ein bisschen ausgleichen können. Aber das ist halt verrückt, dass man das tun muss. So. Wie jetzt? Stelligan? Dieselbe Stelligan, bei der gerade eine Bombe hochgegangen ist? Oh, ich habe die Stimme nicht richtig gemacht. Ich werde jetzt nicht nochmal wiederholen, was ich über Zufälle denke. Ja, wenn er da arbeitet, warum sollte er die hochjagen, du Vollpfosten? Wir haben da oben den Listener, der ist angegangen, dass wir irgendwelche Chats überwachen können. Oder wir haben Schlagzeilen. Was würdest denn du zuerst machen? Die Neugier ist stark in mir, um zu gucken, was ist im Listener, weil wir haben noch keinen Chat-Kontakt von Goldfels. Das heißt, das ist irgendein Chat von entweder Cassandra oder dem Anwalt von Cassandra oder der anderen Frau, mit der Cassandra sich ausgetauscht hat, weswegen sie dann in den Knast gekommen ist. Na dann, lass uns um deine Neugier kümmern. Ja, Gespräch Josef Lengley. Wir überwachen jetzt einen Live-Chat eines Anwalts. Josef Lengley? Hey du. Ah, das ist mit Cassandra Watergate. Tut mir leid wegen gestern Abend. Ich hätte vorbeikommen sollen. Es ist nur so, dieser Mandant ist ziemlich einflussreich und könnte der Kanzlei eine Menge Aufmerksamkeit einbringen. Ich habe seit Wochen versucht, ein Meeting auszumachen und ich muss sagen, es lief wirklich gut. Das lässt hoffen. Gott, ich bin so ein dummer alter Mann, der die ganze Zeit nur über seine Arbeit redet. Tut mir wirklich leid. Das nimmt so viel Platz in meinem Leben ein. Hallo? Bist du noch böse auf mich? Cassie, könntest du bitte wenigstens irgendwas schreiben? Sonst fange ich langsam an, mir Sorgen zu machen. Das weißt du doch. Gespräch beendet. Er weiß endlich, dass sie im Gefängnis Ich wollte sind. gerade sagen, der Anwalt von Cassandra Watergate weiß nicht, dass sie verhaftet wurde. Vielleicht ist es auch so gewesen, dass bei dem ersten Fall, wo er sozusagen wo er sie ja vertreten hat, dass er von der Familie auch bezahlt worden ist und beauftragt worden ist, wenn er so wichtige Mandanten hat dort. Und vielleicht hat er jetzt einfach den Auftrag nicht gehabt. Und sie wollte nicht, dass, und sie hat sich nicht bei ihm gemeldet. Ja, es kann Wahlweise natürlich auch konnte sie sein. sich nicht melden. Weiß nicht. Ja, weiß ich auch nicht.
trotzdem ist das besorgniserregend, wie ich finde. Hm. Auch eine Frage. Schlagzeilen. Bontener Bombenanschläge hängen offenbar zusammen. Okay, wir haben drei Artikel. Soll ich mal alle drei Artikel durchlesen? Ja. Bontener Bombenanschläge hängen offenbar zusammen. Zwischen den Anschlägen auf die Stellingham University und den Freiheitsplatz in Bonten besteht ein Zusammenhang, schließen Experten. Stellinghams Studierende und Lehrkräfte stehen unter Schock und tiefer Trauer. Bonten, der Bombenanschlag, der gestern an der Stellingham University stattfand, scheint mit dem Angriff auf dem Freiheitsplatz Anfang dieser Woche in Verbindung zu stehen. Zu diesem Schluss kommt die Abteilung der Polizeikräfte, die die Fälle untersucht. In beiden Angriffen sei ein ähnlicher, mit reiner Boshaftigkeit geschaffener Sprengsatz verwendet worden, sagt Polizeisprecherin Steele. Die Briefe, die vor den Anschlägen eingingen, scheinen diesen Verdacht weiter zu untermauern, während über deren Bedeutung immer noch gerätselt wird. Gerüchten zufolge wurden Überlegungen angestellt, die Anzahl der Strophen könne die Anzahl der Bombenanschläge widerspiegeln, was die Frage nach einem möglichen weiteren Angriff mit sich brächte. Wir verstehen, dass einige Leute zu diesem Schluss kommen, aber wir sehen aktuell keinen unmittelbaren Grund, davon auszugehen, antwortete Steele auf einer Pressekonferenz auf diese Theorie angesprochen. Inzwischen hat die Stellingham University erklärt, dass der Normalbetrieb unter diesen Umständen nicht fortgesetzt wird, sodass ihre Türen vorerst geschlossen bleiben. Die Universität hat außerdem eine spezielle Titelseite eingerichtet, um den Opfern des Anschlages zu gedenken. Siehe Bild oben. Aha. Schlagzeilen, dann Timelines und Rosen kündigen Zusammenarbeit an. Die Geschwister Davenport, Eigentümer des größten sozialen Netzwerks Timelines, kündigen eine wichtige Zusammenarbeit mit dem Software-Riesen Rosen Technologies an. Die Timelines-Gründer Ada und Alan Davenport trafen Victor Rosen bei Nation Today letztes Jahr. Foto Rosen Technologies. Hilbury Bonten. Es ist eine große Sache. Das Internet-Milliardär-Geschwisterpaar Ada und Alan Davenport, Schöpfer und EigentümerInnen des bedeutenden sozialen Netzwerks Timelines mit Sitz in Hilbury, wollen zukünftig umfangreich mit dem Bontener Software-Riesen Rosen Technologies zusammenarbeiten. Dies kündigte eine Pressemitteilung an, die am Freitag von der PR-Abteilung beider Unternehmen gleichzeitig veröffentlicht worden war. Durch die Nutzung der vorhandenen Infrastruktur und Softwareentwicklungskapazitäten von Rosen Tech wird Timelines in der Lage sein, auf die Bedürfnisse und Anforderungen der sich schnell verändernden digitalen Welt in Echtzeit zu reagieren, wird Ada Davenport, Geschäftsführerin von Timelines, zitiert. Unsere wachsende Anwenderbasis wird davon durch deutlich reduzierte Ausfallzeiten, verbesserte Sicherheitsmaßnahmen und eine schnellere Integration neuer Funktionen profitieren, so die Geschäftsführerin weiter. Aha. Und starke Regenfälle am Wochenende. Bonten und Farview sowie weite Teile der westlichen Nation werden von starken Regenwolken bedeckt sein, die am Sonntag ihren Höhepunkt erreichen. Starke Regenwolken brauen sich zusammen. Foto Stock Overflow TNA. TNA ist The Nation oder? Das ist interessant. Bonten Farview. Wenn Sie Pläne haben, am Wochenende in Bonten oder Farview nach draußen zu gehen, vergessen Sie es am besten. Es kommt ein massives Tiefdruckgebiet auf, das Sturmwolken und Regen in den Westen der Nation bringt. Der Sonntagmorgen wird bis zum späten Nachmittag am härtesten davon betroffen sein. Also stellen Sie sicher, dass Sie wenigstens einen Regenschirm einpacken, wenn Sie sich trotzdem vor die Tür wagen, damit Sie nicht völlig durchnässt werden. Es gibt jedoch den sprichwörtlichen Silberstreif am Horizont. Anfang der kommenden Woche werden die Wolken weiterziehen und die Temperaturen werden sich auf ein angenehmes Niveau einpendeln. Nach einem langen und strengen Winter wird der Frühling dann endlich die Oberhand gewinnen. Okay. Zwei Sachen. Ja. Die mir jetzt, also bei dem dritten Artikel weiß ich jetzt gerade nicht, ist das jetzt schon mal die Vorwarnung, dass es Überschwemmungen geben kann? Bei Ihnen nicht. Aber vielleicht ist es einfach nur eine Information für uns. Ja. Gut zu wissen. Ich weiß jetzt nicht genau, warum das eine Schlagzeile ist. Bei dem ersten, dass die Anschläge zusammenhingen, da fand ich nochmal spannend, dass es diese These gibt, drei Strophen, drei Anschläge. Ja. Das würde jetzt irgendwie, also da fühle ich mich jetzt so ein bisschen unter Druck gesetzt, merke ich. Das muss dann auch, also das musste dann auch schnell gehen, rauszufinden, wer war das denn, damit es keinen dritten Anschlag gibt und nicht noch mehr Opfer. Mhm.
Oh, was mich wirklich ein bisschen irritiert hat, und das geht in die Richtung von, also vielleicht geht das in die Richtung von Horsti. Horsti, sag mal, ob du an der gleichen Stelle gestutzt hast. Horsti hatte mich geschrieben und ich dachte, Sprengstoffe bestehen aus Chemikalien, die eine exotherme Reaktion haben. Und ich bin halt hängen geblieben bei diesem Zitat, in beiden Angriffen sei ein ähnlicher, mit reiner Boshaftigkeit geschaffener Sprengsatz verwendet worden. Ja. Was ist denn das für eine Aussage? Also, da wäre ja jetzt irgendwie interessant, was der Sprengstoff war, wie, also irgendwie ein bisschen mehr. Aber da so eine Interpretation mit reiner Boshaftigkeit geschaffener Sprengsatz, also ein Sprengsatz, der so Leute umbringt, das ist grundsätzlich problematisch, aber das, so, der Teil hat mich irgendwie so ein bisschen irritiert. Ja, Da erwarte ich sehr. von jemandem, der offiziell für einen Staat spricht und das um Ermittlungsergebnisse geht, irgendwie was anderes. Und dass die Uni geschlossen bleibt, ja gut, das ist jetzt nicht weiter verwunderlich, irgendwie direkt nach einem Anschlag, dass man da erstmal die Türen zulässt und die Menschen trauern lässt. Genau, und bei dem, ups, jetzt ist die Stimme weg, ich habe heute nicht so viel geredet. Bei dem anderen, Timelines und Rosen kündigen Zusammenarbeit an, da kriege ich immer gleich so ein bisschen Schwämmchen, wenn Tech-Krise und Tech-Krise zusammenarbeiten wollen. Ja. Und da frage ich mich dann immer, okay, wo ist jetzt die Kontrollinstanz und was macht ihr mit den Daten? Das sind ja dann doch relevante Dinge. Und wer seid ihr eigentlich und wie funktioniert da das soziale Netzwerk und was macht eigentlich Rosen Technologies, um das so ein bisschen besser einsortieren zu können? Ja, Also ja. Software-Riese ist ja schon mal irgendwie gut, interessant, aber ich würde gerne wissen, wie sieht die Zusammenarbeit, was machen die da eigentlich und ist das jetzt die Privatisierung des Überwachungsstaats? Ja, es geht einiges vor im Land, ne? So, und wir haben jetzt hier, wir haben ja bei Cassandras Timeline noch ein paar Sachen ausgeblendet. Ich sehe halt nicht, wir haben noch bei 1, die Gedanken sind frei, haben wir das mit dem Einwanderer Ach, ausgeblendet. der Kommentar, der da unten war, können wir da uns noch irgendwas angucken? Bei. Nee, bei dem anderen. Da war doch unten drunter so dieses, das hast du doch genauso gewollt und jetzt haben wir die notwendige Aufmerksamkeit irgendwie so. Kein Data Chunk, leider. Kannst du auf das Profil von Sorgenkind klicken? Nee. Schade. Das wäre ja spannend, wenn Sorgenkind die anderen Texte geschrieben hätte. Ja. Sehr. Und Das wäre sehr vielleicht ist es spannend. genau dieser Text, warum wir nicht weiterkommen. Wenn wir nämlich, wir haben ausgeblendet, dass er Studierende Ja, genau. Das angenommen hat. fürchte ich nämlich halt auch, dass wir dann wahrscheinlich auf Harrison O'Donnell und wahrscheinlich auf Juliet Carrington kommen. Weil die sind in der Timeline bei Cassandra Watergate drin gewesen, als Aktivisti. Also wahrscheinlich, also ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt der Grund ist, warum wir jetzt gerade irgendwie nicht so richtig weiterkommen. Ja, also genau. Ist das Einzige, was noch über ist. Weil Ja, hier und wenn ich. wir könnten jetzt hier. Nee, weiß ich gar nicht, was wir hier Aber guck mal, wir ausgeblendet haben endlich ein haben. Foto von Langley. Ja, aber das hatten wir auch schon letztes Mal. Das war nur nicht markiert, Das sodass wir es. können wir nichts Genau, machen. dass wir. Machen wir das hier an. Ja, ne? Weißt du noch, was mein Argument? Eigentlich müssten wir es anmachen, oder müsste ich dafür sein, das anzumachen? Lass es mich mal so formulieren, und zu übermitteln, weil vorhin mein Argument war, da sind Leute umgekommen und es geht jetzt darum, irgendwie rauszufinden, wer hat die Leute umgebracht. Und wir wissen, dass er Dozent ist, er hat auf dieser Website geschrieben, dass er Studierende angeworben hat. Und wenn ich meinem Argument von vorhin treu bleibe, man kann Leute auch als Zeugen vernehmen, ohne dass es gleich in eine Vorverurteilung geht, Ja. müsste ich eigentlich dafür sein, die hochzuladen, aber aus vorhin schon diskutierten Gründen bin ich eigentlich immer noch dagegen, aber ich sehe, wir kommen auch ohne nicht voran. Von daher. Ich Ja, hoffe, du tust. dann laden wir das hier mal hoch, ne? Die Protestaktion und die zwei rekrutierten Studierenden. Ein verwandtes Dokument gefunden. Drei Protestaktionen.
Noch interessanter ist vielleicht, dass zwei Studierende beteiligt zu sein scheinen. Bisher deutet alles darauf hin, dass Goldfels ein recht prominenter Dozent bei Stelligan war und einige seiner Studierenden in Thought hineingezogen wurden. Was heißt denn hineingezogen, du Arschloch? Entschuldigung. Symes triggert Dinge in mir. Sag schon. Hat er sie etwa gezielt für seine Sache angeworben? Ja, hat er. Für eine Gruppe, die sich Gedanken macht? Mal ganz kurz zur der Fairness halber. Dadurch, ja. Symes kriegt, also oder wie auch immer dieser Typ ausgesprochen wird, er kriegt natürlich von uns nur diese einzelnen Informationen. Ja. Und dann sieht es so aus. Und wenn der dann noch mit dieser Vorüberzeugung rangeht, dass sozusagen alle anderen ja erstmal die potenziellen Täter sind, ist eigentlich permanent unsere Aufgabe, ihm zu sagen, nee, so ist nicht. Das ist keine Person, die Tat begangen hat, sondern jemand, der vielleicht als Zeuge in Frage kommt. Ja. Das macht ein bisschen anstrengender mit dem, finde ich. Ja, du hast recht. Ja, aber er hat halt eine überall in seinen, ne, also er sagt jetzt so, angeworben für so eine, das ist halt so, das hat mich gerade so ein bisschen. Wir müssen diese Studierenden identifizieren und herausfinden, wer von ihnen noch bei Thought mitmischt. Okay. Wir haben eine Gedenkseite. Ist das Einzige, was wir jetzt haben. Von der Stelligan University. Das wurde ja schon in dem Zeitungsartikel angekündigt. Es gibt eine Gedenkseite. Erkenntnisse, Wissenschaft, Weisheit. Zu manchen Zeiten schweigen sie alle. Jetzt können wir uns die Universität angucken. Und auch Studiengänge, namhafte Alumni und sowas. Sprengstoffanschlag auf Stelligan Campus, bis auf weiteres geschlossen. Campus bis auf weiteres geschlossen. Gestern Abend wurde auf den Stelligan Campus ein Sprengsatz gezündet, der sowohl einen Studierenden als auch einen Dozenten tötete. Mehrere weitere Personen wurden schwer verletzt, die Behörden ermitteln. Das ist eine unsägliche Tragödie, sagte Stelligan-Präsident Hopkins während der Pressekonferenz, die heute Morgen stattfand. Angesichts der jüngsten Ereignisse ist es unmöglich, den alltäglichen Betrieb fortzuführen. Deshalb habe ich beschlossen, alle Bildungsangebote der Stellingham University bis auf weiteres auszusetzen. Aus diesem Grund wird der Campus zumindest für den Rest dieser Woche geschlossen bleiben und keine Lehrveranstaltungen oder Events stattfinden. Und dann, dann ist hier unten Stellingham Mensa zum besten öffentlichen Speisesaal im Wettbewerb die Besten der Nation gewählt. Die Jury des Wettbewerbs Die Besten der Nation, der jährlich an den besten öffentlichen Dienst vergeben wird, hat die Mensa von Stellingham in die Kategorie Bester offizieller Speisesaal zum Gewinner gekürt. In der letzten Zeit haben wir versucht, unerschrocken in unseren Angeboten zu sein und etwas Neues auszuprobieren. Etwas, das vielleicht nicht funktionieren würde. Wir freuen uns sehr, diese Auszeichnung als direkte Folge dieser Bemühungen zu erhalten, erklärte der Leiter des Studentenwerks Gusto in einer nachfolgenden Presseerklärung. Das ist ein bisschen schön. Schräg. Kannst du noch mal kurz dahin scrollen? Ich finde dieses Wording ein bisschen schräg. Unerschrocken in unseren Angeboten zu sein. Was zum Himmels Willen bedeutet das bei einer Mensa? Dass du auch mal dich traust. Ich habe keine Ahnung. Also irgendwie ja auch schön. Also irgendwie auch interessant. Aber mich würde jetzt ganz praktisch interessieren, was das bei einer Mensa ist. Ja, genau. Was haben die auch mal, haben sie mehr als Salz und Pfeffer benutzt? Waren sie ganz genau. Wild? Oder haben tatsächlich mal was Veganes angeboten? Oder was meinen Sie damit? Und danke, Horsti, für den Link. Dann, wir haben Home, da sind wir gerade. Studiengänge und namhafte Alumni. Dann fangen wir mit Studiengänge an, würde ich sagen, ne? Ich bin sehr gespannt, was es an der Stellingham Universität gibt. Die Stellingham Universität bietet studieninteressierten Studiengänge aus einer breiten Palette von Bereichen an, in denen Bachelor- oder Masterabschlüsse erworben werden können. Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Kurse finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Fakultät. Fachbereich Technik,
Biotechnik, Bachelor Master, Medizintechnik, Bachelor Master, Umwelttechnik, Bachelor Master. Fachbereich Medizin, Medien, Medientechnik, Medienethik, Hinweis, dieser Kurs ist derzeit nicht verfügbar, da der Repräsentant Professor A. Goldfels in den Ruhestand getreten ist. Goldfels heißt also wirklich Goldfels. Wir wissen jetzt, wer A. Goldfels ist. Ja. Medienethik ist zurzeit nicht verfügbar und wer auch nur als Bachelor. Na toll. Mediendesign, Medienmanagement. Fachbereich Recht. Allgemeines Recht, Wirtschaftsrecht, Strafrecht. Fachbereich Natur- und Informatikwissenschaften. Physik Bachelor Master, angewandte Physik Bachelor. Hinweis, dieser Studiengang wird eingestellt und nimmt nur noch bis Oktober 2017 Bewerbungen entgegen. Aha. Chemie Bachelor Master, Biologie Bachelor Master, Informatik Bachelor Master. Also, ich habe das jetzt alles vorgelesen, ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, alles an dem, was ich hier gerade vorgelesen habe, schockiert mich bis ins Mark. Ich bin in meinen Grundfesten erschüttert. Wie geht dir das, Romy? Und wer im Chat fragt sich, warum André ist erschüttert? Na, mir fehlen natürlich die Geistes- und Sozialwissenschaften. Ja! Und das letzte bisschen, was da sozusagen noch mit reinfällt, da sind wir bei Medienethik, der Kurs ist eingestellt.